Ein weiterer Name Allahs ist Al-Wadud. Al-Wadud heißt, der alles mit seiner Liebe umfassende. Der Name Wadud kommt vom Wort Wud. Wud wird in der Regel einfach mit Liebe übersetzt. Aber diese Art der Liebe ist eine ganz andere. Wud beschreibt eine emotionale Liebe, die eine Handlung nach sich zieht. Am Beispiel der Ehe sieht man sehr schön, was Wud bedeutet. Die Rollenverteilung in einer Ehe ist klar. Aus Liebe zu ihrem Ehemann kümmert sich die Frau um den Haushalt, während der Ehemann alle Arbeiten erledigt, die sich außerhalb des Hauses befinden, weil er seine Frau liebt. Oder die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Wenn das Kind klein ist, ist es die Mutter, die sich um ihr Kind sorgt. Und wenn es groß wird, kümmert sie sich noch immer um ihn, auch wenn das Kind nicht mehr bei ihr wohnt. Bei Allah subhanahu wa ta'ala hat der Begriff Wud eine viel größere Bedeutung als bei uns Menschen. Seine Liebe ist viel gewaltiger. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Und er ist der Allvergebende und Liebevolle. Wenn ich euch fragen würde, wisst ihr, wie Allah subhanahu wa ta'ala seine Liebe zeigt? Dann würden vielleicht einige Muslime diese Frage mit Ja beantworten. Aber nein, vielmehr können wir all die Gaben Allahs, die er subhanahu wa ta'ala uns aus seiner Liebe herausgegeben hat, nicht erkennen. Uns würden nur wenige Dinge seiner Gaben einfallen. Dass er uns versorgt oder dass er uns jeden Tag die Chance gibt zu bereuen. Aber Allahs Liebe zu seinem Diener ist noch viel größer als das, was sich der Diener vorstellen kann. Ja, Allah hat uns doch so viele Gaben gegeben. Wir könnten niemals die Dinge aufzählen, die er uns aus Liebe gibt. Aber wie können wir nun unsere Liebe Allah zeigen? Wie können wir ihm das zurückgeben, was er uns jeden Tag gibt? In einem schönen Hadith Qudsi wird auf einer wunderschönen Weise beschrieben, wie wir die Liebe Allahs erlangen. Durch nichts erlangt mein Diener Zuneigung von mir, außer dass er das tut, was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Mein Diener nähert sich mir mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört, sein Augenlicht, mit dem er sieht, seine Hände, mit denen er festhält, und seine Füße, mit denen er läuft. Und wenn er mich bittet, dann werde ich es ihm geben. Und wenn er bei mir Zuflucht sucht, dann werde ich es ihm gewähren. Es ist sehr leicht gesagt, ich liebe Allah. Aber Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass wir seine Pflichten erfüllen. Danach kommen die freiwilligen Taten. Und wenn wir das tun, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht in die Irre gehen, indem er unsere Augen und unser Gehör schützt. Er schützt unsere Füße und unsere Hände und bewahrt uns somit vor seiner Strafe. Und von uns verlangt er nur, dass wir seine Pflichten erfüllen und den Islam in allen Bereichen unseres Lebens praktizieren. Das Gebet allein reicht da nicht, weil der Islam nicht nur aus den 5 Gebeten täglich besteht. Ist es nicht an der Zeit, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe beweisen, so wie er uns seine Liebe beweist, indem er uns tagtäglich versorgt? Ist es nicht an der Zeit, dass wir uns verändern und ihm subhanahu wa ta'ala unsere Liebe zeigen, für all seine Gaben, mit denen er uns täglich beschenkt? Seine Liebe ist so groß, aber unsere Taten so klein. Er gab sich sogar selbst diesen Namen, Al-Wadud, um uns zu zeigen, dass er uns liebt, obwohl er uns nicht braucht, obwohl wir tagtäglich sündigen. Eigentlich müssten wir uns schämen. Jemand macht dir ununterbrochen Geschenke und trotzdem bist du manchmal undankbar. Lasst uns wieder stark in unserer Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala werden und den Islam besser praktizieren und ihm subhanahu wa ta'ala dadurch unsere Liebe beweisen.